Sie sind in einem Heilberuf tätig? Um auf Anwendungen der Telematikinfrastruktur zuzugreifen, brauchen Sie die elektronische Gesundheitskarte des Versicherten, einen elektronischen Heilberufsausweis und eine Security-Modulcard Typ B. Aber wie können Sie EHBA und SMCB erhalten? Um einen EHBA beim Elektronischen Gesundheitsberuferegister, kurz EGBR, zu beantragen, melden Sie sich im NRW-Serviceportal an. Nutzen Sie hierfür entweder die Online-Funktion Ihres Ausweisdokumentes oder richten Sie sich ein Servicekonto ein. Füllen Sie das Antragsformular aus und laden Sie Ihre Berufserlaubnisurkunde hoch. Dann wählen Sie einen der zugelassenen Vertrauensdiensteanbieter, kurz VDA, aus, der später den EHBA mit Ihrer elektronischen Identität für Sie produziert. Für die Prüfung Ihrer Berufserlaubnis erhebt das EGBR eine Verwaltungsgebühr. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit einer Vorgangsnummer und einem Link zu Ihrem Vertrauensdiensteanbieter. Dort können Sie Ihren EHBA bestellen. Durch die Vorgangsnummer sind die wichtigsten Daten bereits beim Vertrauensdiensteanbieter hinterlegt. Ihr VDA wird mit Ihnen ein Identifikationsverfahren durchführen und Ihnen für die Produktion Ihres EHBA und seine Dienstleistung eine Gebühr berechnen. Um eine SMCB zu bekommen, muss eine Person in Ihrer Institution bereits einen EHBA besitzen. Die SMCB beantragen Sie separat beim EGBR, das Ihnen für die Prüfung Ihres Antrags eine Verwaltungsgebühr berechnen wird. Halten Sie für die Beantragung Ihren Versorgungsvertrag in digitaler Form bereit. Je nach Beruf können Sie auch einen anderen Nachweis der Berechtigung einer Leistungserbringung im Sinne des SGB V und SGB XI verwenden. Außerdem benötigen Sie Ihre Institutionskennziffer und die EHBA-Nummer der Person, die in Ihrer Institution einen EHBA besitzt. Die Herstellung Ihres Ausweises übernimmt ebenfalls ein zugelassener Vertrauensdiensteanbieter, der Ihnen dafür eine Gebühr berechnen wird. Ob Sie einen Antrag auf einen EHBA oder eine SMCB beim EGBR stellen können, erfahren Sie auf der Website des EGBR.